TV1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Die Entscheidung ist gefallen. Die Reutlinger Kreiskliniken bekommen ab dem nächsten Jahr ein externes Management. Diesen Beschluss fällte am Montag der Kreistag in Metzingen. Die Anwesenden verabschiedeten den Managementvertrag mit 41 Stimmen dafür, 19 dagegen und einer Enthaltung. Vor der Abstimmung hatte die Gewerkschaft Verdi zur Kundgebung vor der Stadthalle Metzingen gerufen. Der Andrang in und um die Metzinger Stadthalle war groß. Das Interesse an der öffentlichen Kreistagssitzung, in der über die Zukunft der Reutlinger Kreiskliniken abgestimmt wurde, ebenso. Die Befürchtungen der Privatisierungsgegner, die vor der Sitzung die Zeit nutzten, ihre Position klarzustellen, fasste der Geschäftsführer von Verdi im Bezirk Vils-Neckar-Alb, Benjamin Stein, folgendermaßen zusammen. Und Privatisierung ist eben der Einstieg in die Verschlechterung der Arbeitsbedingungen und der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung. Daran ändert für Stein auch die an diesem Tag abzustimmende Option des Managementvertrages nichts. Wenn die Privatisierung des Managements kommt, dann wird natürlich ein Management versuchen, kostensparender zu arbeiten. Und da überlegt man sich natürlich, was ist möglich. Der größte Kostenfaktor in einem Klinikum ist das Personal und dort kann eingespart werden. Gegen die Privatisierung, wenn auch nur im Bereich des Managements, sprachen sich auf dem Podium außer Benjamin Stein auch DGB-Regionssekretär Moritz Stiepert und Carsten Heinrich, der Gesamtbetriebsratsvorsitzende der Kreiskliniken Reutlingen, aus. Ebenfalls als Redner vertreten war Landrat Thomas Reumann, der die Anwesenden dazu aufrief, sich der Entscheidung zum Managementvertrag zugunsten einer nachhaltigen Finanzpolitik anzuschließen. Heute nun also Managementvertrag. Und um es klar zu sagen, das bedeutet weiterhin 100% kommunal, 100% Landkreis. Da ändert sich überhaupt nichts. Auch an den Entscheidungsstrukturen ändert sich nichts, an den Abläufen ändert sich nichts. Bleibt, wie es jetzt ist, auch was die Eingruppierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angeht. Die Sorgen und Ängste der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreiskliniken hinsichtlich des Managementwechsels nehme er sehr ernst, betonte Landrat Reumann im Interview. Die 3 Jahre, für die der Managementvertrag zunächst in Kraft treten soll, sieht er als Zeit der Beobachtung, an deren Ende dann eine erneute Entscheidung stehe. Wenn wir sehen, dass die Beteiligung gleich bleibt, dass der Landkreis unverändert das Sagen hat, der Kreistag, der Aufsichtsrat unverändert das Sagen haben, dann können wir diese Ängste nehmen. In einem Punkt waren sich Reumann und Stein völlig einig. Beide betonten in ihren Reden, Gesundheit solle keine Ware werden. Medienberichten zufolge will Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann weiterhin kein Fahrverbot für Euro 5 Diesel in Stuttgart festlegen. Dadurch drohe dem Land allerdings erneut ein gerichtliches Zwangsgeld in Höhe von 10.000 Euro. Einmal musste dieses bereits bezahlt werden. Ein zweites Mal hat das Gericht bereits angedroht. Nun folgte die dritte Drohung. Dr. Hans-Ulrich Rülke, Vorsitzender der FDP-DVP-Landtagsfraktion, kritisierte Kretschmann für seine Aussage. Laut Rülke stelle er sich jetzt vor den Wahlen als vermeintlicher Diesel-5-Versteher ins Schaufenster der Politik. Allerdings ziehe er mit Sicherheit bereits im Hintergrund seine Fahrverbotsstrippen. Am Dienstag haben an den allgemeinbildenden Gymnasien in Baden-Württemberg die Abiturprüfungen begonnen. Gestartet wurde mit dem Fach Deutsch. Bis zum 10. Mai müssen die Jungen und Mädchen schwitzen, denn erst dann enden die Abiturprüfungen mit dem Fach Französisch. Dieses Jahr wurden die Aufgaben zum ersten Mal per USB-Stick verschickt. Das Ausdrucken und Kopieren verlief laut dem Kultusministerium aber an allen Schulen reibungslos. Außerdem starteten heute auch die Abschlussprüfungen der Realschüler. Die Rauschgiftermittler der Polizei Reutlingen konnten jetzt einen 32-jährigen Mann aus Rottenburg festnehmen, der im dringenden Verdacht steht, mit illegalen Drogen gehandelt zu haben. Zwischen Juli 2018 und April 2019, so der Vorwurf, soll der deutsche Staatsangehörige rund 7,5 Kilogramm Marihuana von einem bereits inhaftierten Dealer bezogen und gewinnbringend weiterverkauft haben. Bei einer Hausdurchsuchung fanden die Beamten über 800 Gramm Marihuana. Der einschlägige vorbestrafte Mann sitzt in Untersuchungshaft. Soweit die BW1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Website unter www.bw1.de. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.